Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal bei Krieg Klassikers. Heute wieder einmal ein Video über einen Ford Mustang, den wir restaurieren werden. Zum Unterschied zu den anderen Videos werden wir heute euch ein Auto zeigen, das wir noch nicht angerührt haben. Also ein Fahrzeug, das wir erst vor kurzem für einen Kunden erworben haben und das als Basis dient für eine Restauration. Und darum soll es auch in dem Video gehen heute. Und zwar wollen wir euch zeigen, was die Kriterien sind für uns, wenn es darum geht, ein Fahrzeug zu finden, das als Basis dient für eine Restauration. Und wir wollen euch zeigen, wie so ein Auto ausschaut, bevor wir da wirklich Hand anlegen. Der Wagen soll so mal ausschauen, wie unser altbekannter Ford Mustang 428 1968. Und das hier ist das Auto, um das es heute geht, nämlich ein Ford Mustang 1967 Fastback. 93 Cubic Inch Big Block. Was will man mehr? Und den schauen wir uns jetzt gleich an. Insofern Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, das würde uns sehr, sehr freuen. Und natürlich die Glocke klicken, damit ihr kein Video mehr in der Zukunft verpasst. Willkommen bei Krieg Klassikers. Ja, dann legen wir auch schon los und schauen uns den Wagen mal an. Wie gesagt, ein Fastback 1967, 93 Kubikinch, Viergangschalter. Was ganz Besonderes und auch die Farbe ist besonders. Die nennt sich Amber Gold, eine ganz seltene Farbe. Und auf die Farbe will ich noch näher eingehen. Aber zuerst schauen wir uns das Fahrzeug mal genauer an, schauen uns den Zustand an und wie gesagt, schauen uns an, was uns wichtig ist, wenn wir uns für so ein Fahrzeug entscheiden, um es dann zu restaurieren und welche Kriterien dafür erfüllt sein müssen. So, also wie gesagt, ein 93 1967er Ford Mustang. Der Wagen hat keine GT-Ausstattung, auch keine GT-Front, aber der Kunde will das nachträglich abgegradet haben. Insofern wird der Wagen dann, wenn er später fertig ist, eine GT-Front haben. Dann schauen wir uns mal den Wagen von der Seite an. Die Lackierung ist natürlich nicht mehr im besten Zustand. Die ist sehr, sehr verblichen, aber das ist eben so bei einem Restaurationsobjekt. Der Wagen, der stand wahrscheinlich mehrere Jahre jetzt in einer Scheune und wurde nichts dran gemacht. Aber befindet sich für uns und für das, was wir suchen als Basis für eine Restauration, in einem ordentlichen Zustand. Warum? Zum einen, weil er erstmal vollständig ist. Die Kotflügel sind dran auf beiden Seiten, dann vorne der Grill ist vollständig, die ganzen Chromleisten sind auch vollständig. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber die kosten ja nichts bei einem Ford Mustang. Das stimmt, aber originale Chromleisten sind einfach viel, viel passgenauer als wenn man Repro-Teile nimmt. Insofern ist das schon sehr, sehr wichtig. Auch die Chromleiste hier um das Fenster, die Chromleiste um die Heckscheibe ist auch vollständig. Scheinwerferumranderung, Stoßstangen. Gut, das sind Sachen, die werden wir wahrscheinlich tauschen oder ziemlich sicher, weil die nicht mehr in einem guten Zustand sind. Aber zumindest ist der Wagen wirklich vollständig. Auch alle Bleche sind da. Wir können mal einen Blick werfen auf die Felgen. Die sind, eigentlich sind die ganz cool. Was sagt ihr dazu? Müssen wir mal schauen, was der Kunde dann für welche haben will. Aber so, was ich zuerst von ihm gehört habe, will er Torque-Thrust-Felgen haben. Was sagt ihr dazu? Welche Felgen gefallen euch denn am besten bei einem Ford Mustang? Da gibt es ja nicht allzu große Auswahl, zumindest die Felgen, die auch eine ABE haben und zugelassen sind. Ja, dann gehen wir mal um den Wagen rum. Schaut natürlich relativ wild aus, wenn man sich mal den Lack anschaut. Hier sind überall Lackabplatzer, da hat er auch eine leichte Beule drin. Aber wie gesagt, noch alles im Rahmen. Ne? Auch wenn man sich mal die Spaltmaße hier anschaut, die schauen eigentlich ganz okay aus. Wenn man mal bedenkt, dass das hier ein amerikanisches Auto ist und ein Restaurationsobjekt, dann schaut das eigentlich wirklich vernünftig aus. Ja, auch das Blech. Gut, hier sind, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier sind leichte Dellen drin. Wahrscheinlich hat er gute
Vorgänger irgendwann mal ein Drag Race gemacht und ist irgendwo hängen geblieben oder was weiß ich, was mit dem Auto passiert ist. Auf jeden Fall sind das aber die originalen hinteren Kotflügel und das kann unser Spengler ohne Probleme wieder in Ordnung bringen. Auch hier die Türen sind original. Das Einzige, was nicht original ist, das weiß ich schon, das sieht man gleich, ist der Kotflügel, der rechte. Der ist irgendwann mal getauscht worden, aber das ist nicht allzu schlimm. Scheibe schaut auch ein bisschen mitgenommen aus. Ne? Ein leichter Sprung, aber ich denke nicht, dass man mit der Scheibe zu Carglass gehen kann. Da braucht es auf jeden Fall eine neue. Ne? Dann hat er hier die Motorhaube mit den Blinkereinlässen, auch ganz cool, auch ein ganz cooles Gimmick. Ja, und ansonsten steht er eigentlich gar nicht so schlecht da. Ja, es ist wie gesagt ein vollständiges Auto, das ist mir wahnsinnig wichtig. Motor, Getriebe ist drin, das zeige ich euch aber auch gleich noch. Der Innenraum ist vollständig, auch das zeige ich euch gleich noch. Insofern ist das für mich zumindest eine gute Basis für eine Restauration. Ja, und jetzt kommt das Thema Farbe. Da ist sich der Kunde noch nicht ganz sicher, weil er eigentlich einen weißen oder einen roten Mustang haben möchte. Aber die Farbe hier ist eigentlich, also meiner Meinung nach zumindest, eine richtig coole Farbe. Was sagt ihr? Amber Gold. Ich blende euch mal ein, wie der Wagen ausschaut, wenn er frisch lackiert ist. Weil das ist immer noch ein großer Unterschied, ein Fahrzeug zu sehen, wenn es frisch lackiert ist. Im Gegensatz dazu, wenn man eine alte Lackierung sich anschaut. Neu lackiert schaut das natürlich nochmal ganz, ganz anders aus. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, alle Kunden, die sich bis jetzt für eine originale Farbe entschieden haben und das Auto dann frisch lackiert gesehen haben, haben es dann am Ende nicht bereut. Das waren jetzt viele haben, aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Aber ich möchte den Kunden nicht beeinflussen. Letzten Endes ist es seine Entscheidung, ist sein Auto und er muss natürlich wissen, welche Farbe er dann letzten Endes haben möchte. Aber ihr könnt ja gerne, wenn ihr wollt, ein paar Vorschläge dem Kunden machen, was ihr denn für eine Farbe cool findet und vielleicht fällt ihm dann die Entscheidung einfacher. Aber das ist noch eine Weile hin. Erstmal wird der Wagen komplett zerlegt natürlich, bis in alle Einzelteile. Dann geht er zum chemischen Entlacken und zum KTL-Beschichten und dann erst fällt letzten Endes die Entscheidung nach den Karosseriearbeiten, welche Farbe dann tatsächlich draufkommt. Die Restauration ist geplant für ungefähr 1,5 bis 2 Jahre. Der Kunde möchte sich da Zeit lassen. Insofern hat er dann noch ein bisschen Zeit, sich die richtige Farbe auszusuchen. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir als nächstes einen Blick in den Motor. Wie gesagt, ein originaler 93 Cubic Inch V8 und der schaut jetzt natürlich sehr, sehr wild aus. Ne? Der schaut sehr, sehr schmutzig aus, auch der ganze Motorraum schaut schmutzig aus. Aber um darauf zurückzukommen, was uns wichtig ist bei einer Restauration, das ist wie gesagt in erster Linie, dass das Fahrzeug vollständig ist. Es ist ein originaler S-Code, ne? Wenn man hier die VIN-Nummer ausliest, auch ganz wichtig. Der Motor ist vollständig. Wie gesagt, der schaut jetzt ziemlich wild aus. Der wird dann halt restauriert, wird komplett neu überholt und dann schaut er wieder tipptopp aus. Na, das kann man sich jetzt als Laie nicht wirklich vorstellen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Kunde, als er das jetzt hier gesehen hat, der war erstmal ein bisschen schockiert. Ich meine, er hat natürlich vorher Bilder bekommen, so wie wir es immer machen, wenn wir ein Auto für einen Kunden suchen, wie der Wagen ausschaut und hat sich dann für den Wagen mit uns zusammen entschieden. Aber wenn man das dann in echt sieht, dann schluckt man doch zweimal und sagt, oh je, so schlimm habe ich gar nicht gedacht, dass der Wagen ausschaut, aber er schaut nicht so schlimm aus. Ja, wenn man sich mal die inneren Kotflügel hier anguckt, die sind schön gerade, links und rechts, gut hier vorne, ist ein bisschen eingedellt, ist aber nicht so schlimm. Aber ansonsten, die Rahmenträger unten sind gerade, da hat er keinen größeren Unfall gehabt. Ich habe mich auch unter das Auto natürlich gelegt und habe die Rahmenträger mir unten angeschaut, ob die in Ordnung sind, die sind auch gerade. Da ist nichts im Argen, insofern sind das so die wichtigsten Parameter, was den Rahmen anbelangt, um sich für so ein Auto zu entscheiden. Und wie gesagt, der originale Motor ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie gesagt, 93 Cubic Inch V8, 320 PS und das in einem Ford Mustang 1967 Fastback mit Handschalter, mit Viergangschalter. Das macht dann schon richtig Spaß. Von der Ausstattung her ist der Wagen relativ basic ausgestattet.
Er hat Trommelbremsen, wird aber umgebaut auf Scheibenbremsen, hat keine Servolenkung. Da muss man schauen, ob wir da eine Servolenkung nachträglich einbauen, also ein richtiges Männerfahrzeug, ne? Da muss man richtig arbeiten. Aber das habe ich ja auch schon im letzten Video gesagt. Ich sage es auch immer gerne nochmal wieder, was die Trommelbremsen anbelangt oder anbelangen. Wenn die richtig eingestellt sind, dann bremsen die genauso wie Scheibenbremsen. Zumal das ja kein Auto ist, mit dem man mit 250 über die Autobahn donnert. Und so wie ich den Kunden kenne oder einschätze, wird er das auch nicht machen. Also liegt letzten Endes an ihm, ob er da Scheibenbremsen drauf machen will. Wenn er sich für die Trommelbremsen entscheidet, würde das auch funktionieren. Gut, dann werfen wir noch einen Blick in den Innenraum. Lass ich mal rüber. Natürlich hier braucht er einen neuen Seitenspiegel, aber das ist das Kleinste. Auch die ganzen Gummis hier sind natürlich porös, die werden natürlich dann auch neu gemacht. Wie gesagt, ist eine Komplettrestauration, auch wenn man sich da mal das Dach anschaut, ist jetzt auch okay. Hier hat er eine kleine Delle drin, aber das ist für unsere Spengler und für den Lackierer dann später überhaupt kein Problem. Ne? Und das meine ich auch, diese Luftanlässe hier an der Seite sind vorhanden. Es ist alles vorhanden an dem Auto, was man braucht, und es ist alles vorhanden, dass man eben den Wagen dann restaurieren kann. Ne? Auch die Lufteinlässe hier oder diese Fake-Lufteinlässe hier an der Seite sind auch da. Ist für uns, wie gesagt, eine ganz wichtige Komponente. Gut, dann schauen wir mal in den Innenraum. Der schaut jetzt natürlich auch relativ wild aus, aber auch hier ist der Wagen vollständig. Ne? Die beide Sitze sind da, Rücksitzbank ist auch da, der hat sogar eine Fold-Down. Rücksitzbank, das heißt, das kann man dann umklappen hier. Auch wirklich eine coole Sache, original. Auch die Innenverkleidungen hier sind vorhanden. Die Lüftungen da oben sind auch vorhanden. Mittelkonsole hat er auch. Und was auch ganz cool ist, er hat ein Drehzahlmesser. Also das ist schon eine coole Sache. Mit einem 93er Motor, V8, 320 PS mit Viergangschalter. Den sehen wir hier. Und mit dem Drehzahlmesser in Verbindung wird das dann, denke ich, schon Spaß machen, das Auto. Von der Karosserie hier innen, ja, schaut eigentlich ganz vernünftig aus. Die Bodenbleche sind in Ordnung. Nur auf der anderen Seite, da müsste das Bodenblech ersetzt werden. Das zeige ich euch gleich. Aber auch hier ist es okay, da drüben auch. Also alles in allem schaut der wirklich vernünftig aus, würde ich sagen. Das Chrom hier kann man aufbereiten, das werden wir auch machen, die Scheiben natürlich auch. Die Türen, die werden dann natürlich neu lackiert, der bekommt dann eine neue Innenausstattung. Wahrscheinlich wird er da eine Deluxe-Ausstattung bekommen. Und der Dachhimmel, ja, ich denke, den kann man so lassen, oder? Nein, den haben wir natürlich auch neu. Ist aber auch eine Kleinigkeit für unseren Sattler. Insofern alles da, alles in seinem Platz, muss jetzt halt instand gesetzt und restauriert werden. Dafür sind wir da. Das ist unsere tägliche Arbeit. Vor allen Dingen bei den Ford Mustangs haben wir sehr, sehr viel Erfahrung. Wir haben schon etliche Ford Mustangs restauriert in der Vergangenheit. Und für uns ist das unser tägliches Brot und einer unserer Hauptaufgaben hier im Betrieb. Gut, dann schauen wir noch die andere Seite uns an. Wie gesagt, hier schaut es ein bisschen anders aus. Da ist er schon durch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Geht da mal näher ran. Doch, das sieht man. Also ich denke, das Bodenblech hier, das muss auf jeden Fall ersetzt werden. Da vorne auch. Hier ist auch ein Loch. Das müssen wir machen. Aber ansonsten, wenn wir mal nach hinten gehen und hier nochmal schauen, schaut das alles sehr, sehr vernünftig aus. Ja, ich meine, das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass wir irgendwas finden unter den Verkleidungen hinten, ja, also Richtung Rathaus und Schweller, aber das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Ja, also das sind so die Sachen, die uns wichtig sind bei so einem Fahrzeug. Wie gesagt, dass er original ist, dass der originale Motor drin ist, dass das originale Getriebe drin ist, dass die Karosserie in einem guten Zustand ist und dass der Wagen vollständig ist, ne? Dass die Sitze da sind, dass die Rücksitzbank da ist, dass die ganzen Zierteile da sind, wie ich euch gezeigt habe. Die Lüftungseinlässe da oben oder an den Seiten, die da oben haben übrigens eine Funktion im Gegensatz zu denen da unten. Also
Die Heckscheibe ist da, der Chrom ist vorhanden und schaut auch noch vernünftig aus. Also alles in allem sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Und ja, wie gesagt, der nächste Schritt wird es sein, dass wir das Auto zerlegen komplett. Das werden wir natürlich auch für euch aufzeichnen. Und dann geht der Wagen zum chemischen Entlacken und KTL-Beschichten. Ja, dann denke ich, habe ich euch alles gezeigt über das Auto. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu unserem neuen Projekt? Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und freuen uns, da jetzt demnächst anzufangen. Also ich denke, wir werden jetzt morgen schon anfangen, den Wagen zu zerlegen. Und dann geht es auch schon los in Richtung chemisch entlacken. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Farbe haltet, was ihr von dem Auto haltet. Da wird sich unser Kunde freuen, dass er ein paar Ideen von euch bekommt. Und ja, wenn wir schon mal hier sind, dann werde ich euch vielleicht noch mal kurz zeigen, was wir sonst so rumstehen haben hier bei uns. Da haben wir einmal eine C1 Corvette von einem Kunden, die zur Reparatur da ist. Das Auto, das kennt ihr, unser 428. Da oben ein Buick Special 1956, der zur Reparatur da ist. Ein Ford Thunderbird, auch ein wunderschönes Auto. Vielleicht werden wir auch mal in naher Zukunft darüber ein Video machen. Richtig cooles Auto mit einer richtig coolen Technik, was das Verdeck anbelangt, wie das auf und zu geht. Und da oben haben wir tatsächlich unseren Ford Mustang Mach 1 1970. Über das Auto werden wir auch ein Video machen, sobald er fertig ist. Der bekommt jetzt noch eine Edelstahl-Auspuffanlage. Das kann ich euch auch mal zeigen. Die findet ihr hier und die wird jetzt die nächsten Tage gebaut. Das heißt also, der Mach 1 bekommt eine individuell angefertigte Edelstahl-Auspuffanlage. Den Motor haben wir überholt, der ist jetzt auch schon drin, wie ihr sehen könnt. Aber dazu, wie gesagt, mehr in einem anderen Video. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir noch auch mal einen Blick hier rüber werfen. Das hier ist der Rahmen von einem C10 Truck, einen C10 Chevy Truck von 1970. Da haben wir schon angefangen, das Fahrwerk einzubauen. Da kommt jetzt demnächst, ich denke mal nächste Woche, kommt das Fahrerhäuschen. Das ist gerade beim Lackieren und wird fertig gemacht, wird dann direkt da drauf gesetzt und dann kann man auch schon loslegen und die Technik beim Fahrerhäuschen fertig machen. Der Motor hier ist von einem anderen Projekt, von einem Chevy Malibu. Den sind wir auch gerade dabei zu restaurieren. Der ist auch komplett zerlegt worden und auf dem Weg zum chemischen Entlacken. Ja, und das hier ist ein weiteres Projekt, ein Ford Mustang. Moment, ich gehe mal weiter weg. 1968 Cabrio. Der ist vor ein paar Tagen vom chemischen Entlacken und KTL-Beschichten bekommen. Und da werden wir jetzt anfangen, Karosseriearbeiten zu machen. Aber da werde ich vielleicht noch ein separates Video machen, wie der beieinander ist und was wir mit dem Auto vorhaben. Auch ein sehr, sehr schönes Auto. Wie gesagt, ein originaler 1968er Ford Mustang. Auch ein Big Block, auch ein 390er. Insofern, ja, muss ich sagen, die letzten Autos, die wir restauriert haben, waren eigentlich alles Big Blocks. Ja, dann war es das schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick darüber geben, wie so ein Auto aussieht, bevor er restauriert wird und auch, was wir hier so alles am Machen sind. Das sind ja auch teilweise Winterprojekte, die wir jetzt langsam starten. Im Winter machen wir ja mehr Restaurationen, im Sommer dann eher auch kleinere Reparaturen. Aber für den Winter sind wir, glaube ich, ganz gut ausgelastet. Insofern, ja, vielen, vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen nach oben da lassen und die Glocke klicken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde uns sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns sehr, sehr bald zum nächsten Video. Ciao und Servus.